Die Rosa Event Arena, die wird es heute geben und diese Pokémon habe ich schon vorbereitet. Bei Owei habe ich überlegt, zählt das jetzt als Event-Pokémon? Ich habe doch einige gefunden. Dann werde ich kämpfen mit Hyperloof. Werde ich hochleveln. Mache ich gleich direkt jetzt so. Denn ich habe ja gesagt, nun bin ich Level 38. Meine Stärksten kann ich nicht mehr weiter pushen. Denn jetzt ist Ende im Gelände. Da werde ich Sternenstaub ausgeben für diverse andere Pokémon, um immer mal wieder irgendwelche, die bei mir einen Stern haben, voll hochzüchten zu können. Ja, der Sternenstaub geht runter. Jetzt warten wir mal, beziehungsweise 1800 mache ich noch voll. Dann mein Chanera mit Hyperstrahl. Ziemlich genial. Verwende ich jetzt, also level ich jetzt nicht hoch, denn ich will mindestens 50 Süßigkeiten aufsparen für Hytera. Pantymos, dieses ist Level 30, reicht mal, muss ich nicht hochleveln, weil Pantymos werde ich wahrscheinlich nicht so häufig verwenden. Allerdings mein Pixie, da möchte ich das eine oder andere Level-Up noch machen. Sagen wir mal zu 1500 ist eine schöne Zahl, weil ein bisschen Kavums sollen die ja auch machen können. Und dann kann ich mir ansehen, so die ganzen Moves, wie sind die so von den einzelnen Pokémon, wie kann man damit kämpfen. So, über den freue ich mich auch. Der Lamus, den ich jetzt Valentin genannt habe, zum Valentinstags-Event. Aquaknarre, Aquawelle, zweimal Wasser. Und da dachte ich mir, kann man ja mal machen, so ein Lamus, damit rechnet vielleicht auch nicht jeder. Dieses ist sogar jetzt schon Level 30, wie man sehen kann, anhand der Tatsache, dass es nur die Hälfte an Wettkampfpunkten pro Level-Up dazu bekommt. Der eine oder andere schlägt vielleicht gerade mit seiner Hand gegen das Gesicht und denkt sich, warum gibst du so viel Sternenstaub für irgendwelche unnötigen Pokémon aus? Ich finde es langweilig, 20 Mal irgendein Gyarados zu haben. Ich könnte noch 3 weitere entwickeln und die auf 3000 hochzüchten, aber ja, ich will auch mal mit ein paar anderen Pokémon kämpfen. Und mein angreifendes Kokowai, ich habe einen Verteidiger und einen Angreifer. Mein Verteidiger ist mittlerweile schon maximal hochgelevelt, wie man im Level 38 Video gesehen hat. Und meinen Angreifer mit zweimal Psycho möchte ich noch ein bisschen nachziehen. Genau, der bekommt nochmal Same Type Attacker Bonus. Psychokinese ist auch ganz fein zum Angreifen. Zen-Kopfstoß, jo, warum nicht? Und jetzt ein bisschen noch für mein Knuddeluff, weil Knuddeluff ist eigentlich ziemlich genial. Ich finde es schade, dass die Wettkampfpunkte so dramatisch gesunken sind, aber alleine schon die KP. 227 jetzt. Das ist eine Menge, wenn man die KP... das ist eine Menge, wenn man die KP so kennt hier. Relaxo 300. Und dann so ein... Oh! Level 40. 39. Jetzt hier. Denn 38, Trainer Level plus 1 leider nur. Alle anderen Level, Trainer Level plus 1,5. Gut. Du bist maximal. Stärker kannst du nicht werden. Wusste ich jetzt nicht, dass ich dir schon so viele Power-Ups gegeben habe. Aber freut mich, ein weiteres Level 40er Pokémon und mit diesen werde ich mich jetzt in den Kampf stürzen. Also tschüss und bis gleich. 6 hours later. Und ich bin wieder da, habe bei meiner Lieblingsarena gekämpft, wo ich schon häufig in Videos gekämpft habe. Ich sag nur, von Abonnenten bedroht, geschlagen und beklaut etc. Genau, denn ich weiß nicht, was da los ist. Noch immer 2 Arenen in meinem Umkreis, die sind fehlerhaft, da kann man nicht kämpfen. Da kommt immer dann eine Fehlermeldung, Error und man wird für 5 Minuten gesperrt und kann dann nichts machen. Niantic schläft da leider. Das ist echt ärgerlich. Ich meine, 2 von 15 Arenen in meinem Umkreis fehlerhaft. Toll. Und alle anderen immer nur blau, wenn man nicht selbst mal was in die Hand nimmt. Auf jeden Fall, was hat man so gemerkt bei den rosafarbenen Pokémon? Nummer 1, ich habe mal wieder gesehen, Wettkampfpunkte sind definitiv nicht alles. Sogar Pantymos fand ich ganz nett, wenn dieses Pokémon wenigstens ein bisschen mehr aushalten würde. Dann, was ich wieder gesehen habe und da nochmal Aufruf an alle. Chanera heißt nicht umsonst OP bei mir. Dieses Pokémon ist overpowered, übertrieben stark. Zwischendurch, ab und zu verwende ich dann nicht die Ausweichtaktik. Das hat aber nur den Grund, nicht weil ich faul bin, sondern weil ich die Uhr ein bisschen beachten muss. Und Chanera teilt zwar wenig Schaden aus, hält aber unfassbar viel aus. Das ist eben der große Vorteil bei Chanera. Und warum? Ich habe noch kein einziges in diesem Event gefangen. Ich war jetzt wieder draußen eine Stunde und okay, ich bin 20 Minuten bei der Arena gestanden oder noch länger. Aber 40, 45 Minuten wieder rumgelaufen.
immer in der Nähe geöffnet. Was habe ich gefangen am Weg? Porygon, Porygon und so. Toll, ja, ist auch ein seltenes Pokémon, aber ich will Chanera haben. Naja, also, ich hoffe, dieses Video zeigt mal wieder, dass sich jeder noch irgendwo ein Chanera holen sollte. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich einen Kommentar einblenden. Der Leon hat mich auf eine Idee gebracht. Alle Stadtspieler beschweren sich, dass es bei ihnen kein Event-Pokémon gibt. Bei mir auf dem Land gibt es sie so häufig, 4 Chanera. Stimmt, also ich als Stadtspieler habe ein einziges Chanera gesehen und da könnte ich sogar sagen, das war vielleicht ein normales, kein Event-Chanera. Wahrscheinlich war es ein Event-Chanera, aber auf jeden Fall, genau. Porygon etc. so häufig. Und wenn da jemand sagt, der lebt auf dem Land und hat schon 4 Chanera jetzt und ich weiß ja nicht, wie intensiv der Leon jetzt spielt, aber ich bin echt am Überlegen, noch bis zum 15. mal mit dem Auto von Dorf zu fahren. Denn Dörfer sind ja teilweise auch Nester. So, ein gesamtes Dorf ist einfach ein Nest. Habe ich schon häufiger erlebt bei Familie und Verwandten. Und da gibt es dann natürlich auch andere Biome. Und vielleicht, dass es irgendwo am Land ein Wüstenbiom gibt. Also, wenn ich so ein Dorf finden würde, wo einmal pro Stunde 4 Chanera auftauchen, da würde ich auf jeden Fall mal einen halben Nachmittag verbringen für 100 Chanera Bonbons. Das, da bin ich echt, also durch die Kommentare dieser Art, bin ich da so ein bisschen auf die Idee gekommen, wer, vielleicht kennt ja jemand, wohnt jemand in der Nähe von Wien, in einem Dorf, wo es ein Chanera-Nest gibt. Okay, jetzt sagt jeder, yo, Schilling, dort ist eines, um mich zu trollen und dann fahre ich dorthin und dann gibt es dort nur Hornliu etc. Nein, ernsthaft, ich habe echt die Befürchtung, oh Mann, wenn Generation 2 mal rauskommt, das kann noch dauern, das ist vollkommen egal, aber irgendwann wird sie erscheinen, die Generation. Und ich habe da schon gelesen, in der letzten Folge habe ich da Kommentare eingeblendet, wie die Leute Chanera bereits abgefarmt haben. Boah, die haben dann, jede Arena wird 5 Hytera beinhalten und die sind dann nicht mal ganz unten vielleicht, sondern eher weiter oben und die bekommt man dann nicht kaputt. Das, boah, davor fürchte ich mich echt schon. Bin gespannt, was sich Niantic da einfallen lässt, aber auf jeden Fall, vielleicht wird Hytera gar nicht so übertrieben, wie ich sage, aber es ist die Entwicklung von Chanera und die Wettkampfpunkte werden sich erhöhen, die Attribute werden sich erhöhen, also schwächer kann das Pokémon definitiv nicht werden und Chanera ist jetzt schon so stark. Dieses 900er, das könnte ich noch so häufig hochleveln, wenn ich die nötigen Süßigkeiten dazu hätte. Oh Mann. Ja, bei Schlurp habe ich gemerkt, die Attacke 10 Kopfstoß, wenn mich nicht alles täuscht, ist mies zum Ausweichen und so. Zum Verteidigen mit Relaxo 10 Kopfstoß, warum nicht? Aber zum Ausweichen, wenn man selbst angreift, da würde ich echt Schlecker bevorzugen. Mit Schlecker, ich habe auch Schlurps mit Schlecker, aber leider nicht mit so vielen Wettkampfpunkten. Und da kann man durchgehend attackieren und dann spontan ausweichen, wenn irgendwas reintrudelt, so ein Angriff. Aber genau, 10 Kopfstoß, lieber Schlecker und dann weniger Wettkampfpunkte, das ist mir in diesem Fall egal. Damit kann ich aber weitaus effizienter arbeiten. Dann saß da noch so ein Lapras in der Arena und das hatte nicht mal die extremsten Wettkampfpunkte. 2500 hast du nicht gesehen und mit Blizzard, es ist knifflig auszuweichen, man kann es schaffen, aber durch die Animation sieht man den gelben Kreis, die gelbe Umrandung gar nicht so gut. Also, ich will Relaxo endlich fertig machen, meine 3, und dann wird Lapras gelevelt, denn Lapras ist ein sehr, sehr nerviges Arena-Pokémon. Ja, so ein Event würde noch fehlen, so ein Relaxo und Lapras-Event. Nein, hatten wir ja schon, aber leider nur in Japan. Ja, und zu guter Letzt, was ich ebenfalls noch zu diesen Arena-Kämpfen mit den rosa Pokémon sagen kann. Nummer 1, Knuddeluff ist weitaus stärker als Pixie, finde ich. Ich weiß nicht, ja, Pixie vielleicht mit den richtigen Fee-Attacken und Typvorteil, eventuell. Aber bei Knuddeluff kann man nichts falsch machen. Mit Hyperstrahl noch dazu, geniale Attacke, greift richtig schnell an, hat so viele KP, das heißt, man kann sogar getroffen werden, wer faul ist und nicht ausweichen möchte. Ja, und übrigens, faul, apropos faul. Chanera ist auf jeden Fall ein Arena-Pokémon für Faule. Wer nicht ausweichen möchte, durchgehend mit Chanera nur angreifen, 1000 Wettkampfpunkte in etwa, damit bekommt man fast alles kaputt. 2000 bis 2500er Pokémon, kein Problem, ohne Ausweichen, locker in der Zeit möglich.
ja, wer nicht viel Ahnung hat, Typvorteil etc., Ausweichen, wie funktioniert das, Arena-Trick, den habe ich auch übrigens immer eingesetzt, aber ich will nicht jeden Trick in jedem Video erklären, das ist ja ein bisschen, wie sagt man, überflüssig oder keine Ahnung. Genau, so viel mal dazu. Dann muss ich schon mal als kleine Vorwarnung an alle Hater sagen, bin ich am Überlegen, die Inkubatoren, die gekauften, auch für 2 Kilometer Eier zu verwenden, nur solange das Event noch läuft, denn die doppelte Anzahl an Süßigkeiten, das ist schon verlockend. Ich habe von Leuten gelesen, die haben Togepi bekommen und da bekommt man dann natürlich direkt 30 in etwa, 30 Bonbons und oder so ein Lapras und ein Relaxo, aber die Zweier-Eier blockieren gerade neue Fünfer. Da kann einfach nichts nachkommen, leider. Die Fünfer, die öffne ich alle parallel, kein Thema. Aber wenn 4 bis 5 Zweier-Eier im Inventar darauf warten, ausgebrütet zu werden, ja, das dauert. Und ich will mir die doppelten Süßigkeiten eigentlich nicht entgehen lassen. Also vielleicht werde ich ein paar Zweier auch in eine gekaufte Brotmaschine reingeben, obwohl es, wenn man sich das ausrechnet, 3 Verwendungen pro gekaufter, dann 3x2, 6 Kilometer für 150 Coins. Ja, ist eigentlich Verschwendung, so, aber das Event ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Doppelte Süßigkeiten. Dieser Kalorienverbrauch, nicht nur Verbrauch, sondern eher Zunahme in diesem Fall. Okay, das war die rosafarbene Event-Arena. Mal wieder mit Pokémon gekämpft, die man nicht alle Tage verwendet, sage ich jetzt mal. Ich habe ein weiteres Pokémon auf das maximale Power-Up-Level gebracht, nämlich Knuddeluff. Und Knuddeluff werde ich definitiv noch häufig einsetzen zum Trainieren oder einfach zum Angreifen. Genau, ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.